Hallo, ich bin Anna, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere International Business and Languages im sechsten Semester an der Avans Hochschule in den Niederlanden. Mehrere Faktoren haben damit reingespielt. Ich wollte unbedingt etwas praxisorientierter machen, viel mit Sprachen, ja, viel mit Gruppenarbeit in die Richtung gehen auf jeden Fall und war auch sehr am Niederländischen interessiert und bin dort durch die Internetsuche auf diesen Studiengang getroffen, habe mich dann schlau gemacht bei so einer Veranstaltung und war auch beim Tag der offenen Tür dann da und habe mich dann sofort dafür entschlossen, das zu machen. Viele verschiedene Dinge. Es ist sehr breit gefächert. Also wir haben die Sprachen vor allen Dingen, ist ein großer Fokus drauf. Ich habe Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch und Französisch. Außerdem Marketing, Export, Import, Einkauf. Es wird alles alles angeschnitten, aber ich würde sagen, der Hauptfokus liegt definitiv auf dem Marketingbereich. Meine Dozenten sind super. Also da ist wirklich keiner dabei, wo ich sagen würde, der ist wirklich schrecklich oder schlimm oder unfair oder nicht hilfsbereit. Es herrscht bei allen eine offene Türpolitik. Es ist überhaupt gar kein Problem, Fragen zu stellen zu jeglichen Themen die ganze Zeit. Ja, sehr offen, sehr, sehr freundlich, sehr nett. Ja. Was soll ich noch weiter dazu sagen? Sehr, sehr, sehr. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Dozenten. Ja, die Gruppenarbeit zum einen Teil. In jedem Semester hat man zwei Gruppenarbeiter, an denen man praktisch in einer kleinen Gruppe selbstständig an Projekten arbeitet. Ob das ein Exportplan ist oder Marketingkommunikation. Und außerdem das Praktikum im fünften Semester, was ich jetzt gerade hinter mich gebracht habe und was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich war in England, in London oder bei London, in einer deutschen Firma und habe da im Marketing gearbeitet. Setungbosch gefällt mir sehr gut. Es ist eine sehr schöne kleine Stadt, sehr gemütlich. Also es ist 150.000 Einwohner, aber trotzdem kommt man sich vor wie auf dem Dorf. Also es ist wirklich sehr schön. Jeder kennt jeden irgendwie nach einer gewissen Zeit. Alles sehr klein und vertraut gehalten, alles sehr zentral. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Gefällt mir auch sehr gut. Also alles sehr neu, technologisch sehr, sehr ausgearbeitet. Also man kann wirklich alles machen, dass Videoaufnahmen sind, ob man Interviews machen möchte. Es gibt Kontakte wirklich zu internationalen, nationalen Betrieben, die man als Quellen dann sich heranziehen kann zu Informationszwecken und das macht sehr viel Spaß. Also es ist einfach alles super da. Also gibt es wirklich nichts zu meckern. Vorteile auf jeden Fall, sehr praxisbezogen. Die offene Türpolitik der Dozenten, die ich ja gerade schon angesprochen hatte. Ja, dass man sich einfach auf internationalen Fuß bewegt, dass man schon sehr viele einen anderen Kulturkreis auch kennenlernt, obwohl die Niederlande jetzt nicht unbedingt sehr weit von Deutschland entfernt sind, ist es doch eine ganz andere Mentalität. Und da mal hereinzuschnuppern, das sehe ich auf jeden Fall als sehr großen Vorteil. Nachteil. Für mich persönlich, dass ich nicht mehr so viel Kontakt zu meinen Freunden hatte. Dass es weiter weg war für mich. Aber das war es wirklich der einzige Nachteil, den ich da jetzt so sehen würde. Ich würde diesen Weg auf jeden Fall genauso machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Vielleicht bei einigen Dingen ein wenig früher anfangen, mich reinzuknien. Meine Planung vielleicht ein bisschen zu verbessern, aber ja, das auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall so nochmal so machen. Und für die Zukunft, ja, plane ich auf jeden Fall im Marketing tätig zu sein. Ich beende mein Studium auch dual, weil da das auch angeboten wird und ich diesen Weg beschlossen habe zu nehmen und habe deswegen auch relativ gute Chancen im späteren Berufsleben, weil ich einfach von den 3,5 Jahren, die ich studiert habe, schon 1,5 Jahre Berufserfahrung habe. Und ich denke, dass das ein extremer Vorteil ist. Und ja, ich möchte gerne im Marketing bleiben und auch weiterhin international tätig sein. Ja, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Gerne.